Okay, wir reißen das nochmal ab. Ich bin tatsächlich am Überlegen, wie wir das, wie man am geschicktesten auch hochbauen kann, dass das funktioniert. Was ich mich ja frage ist, wenn wir... wie kann man das am einfachsten platzieren? Kurze Pause. Wenn wir das so setzen, dann hat das einen Eingang. Wobei, Moment. Wenn wir das so setzen, das so setzen. Okay. Dann. Nutzen die Decke als Gehweg? Auch eine Frage, die... Mal gucken, ob die das bauen können, ob wir die Ressourcen haben. Haben wir genug Planken? Also wenn das jetzt klappt, dann gut. Keine Ahnung, ob das jetzt auch wieder platztechnisch sinnvoll ist. Okay, ich glaube, wir haben keine 4 Planken mehr, oder? Doch, wir haben noch genau 4 Planken. Das jetzt? Okay, wir werden verdursten. Ne, das klappt auch nicht. Und jemand ist gestorben. Also... komischerweise... ich glaube, das wahrscheinlich nur, wenn wir da... das ist doch doof. Das ist doof. Kann man die eigentlich darüber platzieren? Ja, darunter sind Wege. Dann ist das des Rätsels Lösung. Schade, schade eigentlich, dass das die einzige Möglichkeit ist, das zu machen. Aber okay. Wir haben kein Wasser mehr und ich glaube nicht, dass sie das überleben. Mal gucken. Oh Mann. 10 Millionen Nachrichten. Ich glaube nicht, dass das was wird. Also wir haben jetzt noch einen halben Tag Dürre. Aber die ersten haben schon... die haben schon das Durstsymbol. Ich glaube, mit Durst kommt man noch viel schlechter aus als mit Hunger. Und es ist ja das... Traurige ist verdurstet. Das Traurige ist, dass selbst wenn die Dürre vorbei ist, dauert es immer noch einen halben Tag, bis das Wasser hier ist. Verdurstet. Ja. Ich würde sagen, wir fangen nochmal neu an auf einer anderen Karte. Auch um andere Karten zu sehen. Weil ja, wir haben jetzt 11, die überleben würden. Aber ich würde tatsächlich auch gerne eine andere Karte sehen.
Das Geile ist, jetzt kommt Nacht und jetzt verdursten die alle im Schlaf. Die verdursten jetzt alle im Schlaf, weil keiner Wasser macht. Oh. Räumchen. Knapp, wir hatten 7. Okay, ich bin mal ganz kurz um die Ecke, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Hab mir irgendwas ins Auge gerieben. Ach, immer dieses Koks. Zack. Was haben wir denn noch? Wir haben Lakes. Das klingt erstmal gar nicht so schlecht. Terraces. Das Interessante ist ja, die Karten sind sehr groß, aber viel erforscht habe ich noch nicht. Was präferiert ihr? Lakes, also mit vielen Flüssen oder Terraces? Ich habe keine Ahnung, was viele Ebenen oder soll das Terraces bedeuten? Ich glaube, Lakes ist für die Landwirte gar nicht so schlecht. Der sieht einfach so süß aus. Terrace? Okay, gucken wir mal Terrace rein. Mal. Hören sind heftig und werden mit Zeit noch schlimmer. Ja, du kannst Strukturen auf dem Dach errichten, aber ja, das ist nur so bedingt nützlich. Weil sie nicht über dem Dach laufen, sondern du kannst nur was draufbauen. Das im Hintergrund sieht geil aus. Der Brücke. Okay, stopp. Erstmal schauen. Hier sind Beeren. Hier ist ein Fluss. Und wir sind oben. Okay. Eieiei. Das heißt, wir müssen... Hier kann man hochgehen. Wir haben nicht so viel Grünfläche.
Ich möchte mir nochmal Lakes. Lakes? Ich möchte mir mal Lakes angucken. Lakes? Nee, war das nicht. Servus, Natsu. Einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich dir. Einmal Lakes. Wie das aussieht. Davon abgesehen, dass. Ja. Na, mal schauen. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche bis jetzt. Wenn ein Gebäude als stabil gekennzeichnet ist. So, wie sieht das hier aus? Okay, hier hast du so ein bisschen Grünfläche. Nach innen rein nicht so viel. Hier sollte man tatsächlich Brückenbau präferieren. Nee. Okay, was passiert? Und da kann man eine Leiter hochbauen. Das sollte man auch sehr schnell machen, damit man Bäume fällen kann. Was hier tatsächlich vielleicht sinnvoll ist, ist ein Damm. Wie fließt das Wasser? Das fließt so. Das heißt, wenn man hier einen Damm macht, wie weit staut sich das denn? Das ist auch eine Frage. Oder wenn man hier einen macht, staut sich das dann nur hier oder überflutet das am Ende des Tages alles? Hier hat man einen kleinen, den man öffnen kann. Dann kann man das ganze Feld hier besetzen. Die gefällt mir tatsächlich gar nicht so schlecht. Irgendwie ist die Woche scheiße. Okay, warum? Also sie scheint ja dann schon beschissen angefangen zu haben. Vor allem haben wir so viele Biber hier. Gut, das heißt, das Erste, was wir machen, ist wie immer... Ich weiß nicht, warum ich es tue, aber ich tue das immer. War schon immer so, wird wahrscheinlich auch immer so sein. Dann brauchen wir... Erstmal Holzfäller. So. Dann macht man hin, meine Freunde. Und wir setzen... Das hier zu einem markierten Fellbereich. Es ist halt nichts Gutes passiert. Eieiei. Okay. Dann hoffe ich, dass ich dir wenigstens ein bisschen Unterhaltung geben kann heute. Das ist so das Mindeste, was ich für dich tun kann. Da kommen zwei Sammelfahnen hin. Und die sammelt muss. Ne, das muss ich nicht angeben, ne? Nein. Die sammeln automatisch. So, dann gibt es ein Holzlager. Das war hier. Kann ich das. Das platzieren wir erstmal hier hin. Okay. Die sind auch schon fleißig am hantieren. Das war das. Wir brauchen dann ein Lagerhaus. Wir brauchen eine Wasserpumpe. Und was wir machen können ist... Ich muss erst den Förster freischalten. Gut. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser. Wo holen wir uns das denn am besten her? Kurze Wege und so.
will auch am wenigsten Platz verschwenden. Machen wir das mal hier. Hier können wir nämlich noch eine zweite drunter setzen später. Direkt nebeneinander. Ein Pfad. Ist zwar ein langer Weg, aber es gibt leider keinen so wirklich kurzen Weg zum Wasser. Leider, leider. Und wir brauchen einen kleinen Wassertank. Dann machen wir am besten direkt zwei hin. Das ist Lagerhaus, Wassertank, Wissenschaft. So, wo platzieren wir denn am besten die Wissenschaftler mal hin? Was man jetzt auch gucken kann, ist der Wasserableiter. Leitet Wasser ab. Der pumpt das nur da raus, ne? Wohin tatsächlich der das leitet, muss man auch gucken. Wissenschaftler erstmal hier im Dürrebereich, denn die brauchen kein Wasser. Das interessiert die nämlich nicht. Und wir bauen auch definitiv schon mal ein Lagerfeuer für Nachwuchs zu sorgen. Schade. So. Das tröpfelt jetzt alles so ein bisschen vor sich her. Also, Natsu, wie du siehst, wir spielen Timberborn. Ich weiß nicht, ob du damals beim Gamescom-Stream dabei warst, wo wir das erste Mal, wo ich das Spiel das erste Mal gesehen habe. Und leider gibt es kein Otter-DLC oder so. Wir spielen Biber, was im Anbetracht der Thematik mit Holz sehr viel Sinn macht. Aber es ist im Endeffekt ein im Anno Aufbaustil gehaltenes Game, was einen starken Fokus auf, naja, auf eine gesetzte Naturkatastrophe gibt. Wir haben in regelmäßigen Abständen haben wir Dürre. Und um die zu überstehen, verdursten gerade unsere Otter, unsere Biber. Scheiße. Komm schon. Hoffentlich klappt das noch. Ja, kommt mal alle runter trinken, bitte. Danke. Okay, das dürfte tatsächlich klappen. Ich hoffe zumindest. Also es gibt ja halt regelmäßig Dürren, die wir überstehen müssen. Die werden auch mit Laufe der Zeit immer schwerwiegender und länger. Gleichzeitig können wir mit Dämmen auch Terraforming betreiben. Wobei ich tatsächlich das noch nicht so richtig ausprobieren konnte. Liegt aber auch daran, dass es etwas weiter im Spiel drin ist und ich erstmal rausfinden muss, was das tatsächlich bringt, wenn ich einen Damm aufbaue. Weil wenn ich jetzt hier einen Damm setze, heißt das, dass hier oben alles überflutet wird oder wo ist da die Grenze tatsächlich? Ich würde nämlich irgendwie hier einen Damm setzen oder hier. Weiß es noch nicht. Vielleicht überschwemmt dann ein bisschen mehr hiervon. Ich hoffe, dass wir nicht alles überschwemmen damit. Wir brauchen einen Förster.
Ich kann mir vorstellen, der Damm hebt das Wasser eine Stufe nach oben. Und dann findet das seinen Weg. Wo auch immer hin das dann am Ende sein mag. Alles klar, Martin. Tatsächlich interessant. Dass man Dämme erforschen muss, ist auch schade. Also ich habe ein blockiert Wasser, lässt aber bei Bedarf eine gewisse Menge durch, einen Überlauf hindurch. Wie sieht das denn aus? Das kostet auch eine Menge Holz. Das heißt, sobald wir einen Förster erforschen können und der uns Bäume liefert, machen wir das mal. Gleichzeitig sage ich denen, dass sie die Bäume ja auch abpacken können. Okay, Förster ist gleich fertig. Macht der Förster nur hier Sinn oder? Der ist Ebenen. Oh, der ist auch über die Ebene hinweg begrenzt. Ja, super. Das ist ja wieder mal richtig klasse. Ach ja, der braucht ja Planken. Ach, Planken. Das ist jetzt wieder ein Aufwand. Energie. Energie, Energie. Wasserrad. So. Moment, das nochmal weg. Yep. Wir brauchen ein Sägewerk. Dann nehmen wir das, packen die T-Kreuzung. Das dahin und reißen die paar Büsche hier weg. Die stehen uns eh nur im Weg. Gut, das. Könnt ihr gerade nichts sammeln. Genau, deswegen kümmert ihr euch mal um den Bau davon. Das dauert lang genug. Fünfzig Holzscheite. Eine Arbeit. Keine Arbeitslos. Gut, das hätten wir schon mal.
Jetzt schlafen erstmal wieder alle auf der Straße. Siebzig für die Treppe. I'm back. Willkommen zurück. Bis jetzt bin ich auch erstaunt. Also die Memes sind auch jetzt wirklich alle im Bild drin. Ich habe da die Zahlen ein bisschen dran verändert, als ich die Sortierung auch gemacht habe. Vielleicht reichte das jetzt auch sogar. Passiert, wenn wir hier einen... So ein... Damm. Hier ist ja alles grün, deswegen macht ein Damm ja gar nicht so viel Sinn, aber... Muss ja irgendwo... Regionen geben, wo das vielleicht Sinn macht. Hier macht eine Brücke auf jeden Fall Sinn. Einmal eins. Aber heißt das auch, ich kann die nicht aneinander setzen? Das kann es nicht sein. Also ich muss die ja aneinander setzen können, oder? Brauche ich wirklich eine Brücke, die... Was sind das hier? Vier, fünf? Auf jeden Fall nicht. Das Problem jetzt ist wieder, dass uns die Nahrung ausgeht. Keine Nahrung ist auch keine Lösung. Naja, sollte das jetzt schief gehen, dann machen wir nochmal die empfohlene Welt. Und mal... Wir haben ja keine Nahrung. 0, gar nicht. Ein Bauernhof braucht gar nicht so viel. Warum habe ich den noch nicht gebaut? Ich bin ein Idiot. Scheiße, ich hätte ein Bauernhaus bauen müssen. Okay, nee. Wir gucken nochmal. Das würde nichts werden. Ah, das ist so... Ich würde gerne die ganzen Karten... Diorama, 50x50, das klingt überhaupt nicht gut. Mountain Range. Waterfalls. Das hört sich alles geil an. Das hört sich einfach alles geil an. Wie sieht denn Waterfalls aus? Jetzt kommt's. Aha. Interessant. Sehr hohe Ebenenunterschiede. Sehr hohe Unterschiede. Auch kaum Grünfläche. Auf der anderen Seite... Ach, du liebes bisschen. Hier ist jede Menge Ruine auf der anderen Seite auf jeden Fall. Gut. Aber wieder die Frage... Die Frage nach dem Damm. Okay, so sieht Wasserfall aus. Das ist ein Meander oder Minda.
Was bedeutet das? Thousand Islands klingt nie gut. Wenn ich mich an Empire Earth Zeiten erinnere, viele, also eine Karte mit vielen Inseln, das war immer schwierig. Das war immer schwierig. Da wird man dann ewig und 3 Tage an Brücken bauen müssen. Ja. Das hat was von Minecraft irgendwie gerade. Wie so ein Minecraft-Seed. Aber wirklich ein Fluss ist das auch nicht, ne? Hier ist ein... Ah. Okay. Wir gehen nochmal auf die erste Map. Außer wir wollen rausfinden, was Miander heißt. Was heißt denn das? Weiß einer von euch, was Miander heißt? Miander oder wie auch immer das ausgesprochen werden mag. Oder meinen die damit Min? Also wie... Ja. Sie meinen damit eher Min. Okay, da bist du relativ hoch und hier auch. Aber hier könnte man einen Damm bauen. Hier könnte sich tatsächlich ein Damm auch lohnen. Auch wenn du kaum Lebensmittel, also kaum Beeren hast. Das heißt, du musst dich sofort mit dem Bauernhof beschäftigen. Holz abbauen, Bauernhof bauen. Damm. Willst du Staudämme nicht eh hauptsächlich zum Wasserspeichern nutzen? Funktioniert das denn so? Das ist die Frage. Weil bei der Dürre funktioniert ein Staudamm nachher so, dass er die, dass das mit der Dürre dann funktioniert? Also hier läuft das Wasser runter. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Staudamm setze, der das hier blockiert, würde das am Ende das dazu führen, dass das passiert. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch bei einem anderen Streamer da schon was zu gesehen hat.